Somit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, dem Juvi. Und zwar spielen wir zusammen Batman Arkham City. Ja, das Spiel habe ich lustigerweise gesponsert gekriegt von einem Kumpel und dementsprechend können wir jetzt hier mal ein bisschen Batman spielen. Ich habe es noch nie gespielt und ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Das ist, glaube ich, der erste Teil von dreien. Der dritte ist jetzt gerade erst erschienen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was hier so passiert. Wir verprügeln mal ein paar Schurken an der Seite von unserem starken Batman. Vorhin habe ich nochmal kurz hier angefangen und wieder mal den Soundcheck gemacht. Kennen wir ja alles, ne? Und wir spielen jetzt einfach mal direkt eine Runde und ich spiele das hier mit dem Xbox-Pad-Controller, wie auch immer. Ich denke, das ist einfach ein bisschen angenehmer, als hier die ganze Zeit auf die Maus zu prügeln. Achso, ich muss drücken, ja, okay, alles klar. So, okay, dann starten wir doch mal direkt ein neues Spiel. Wir machen das so, ja. Genau, ich will nur mal ganz kurz gucken, ob er die Soundoptionen übernommen hat, die ich eingestellt hatte, weil nicht, dass das auf dem Profil gespeichert wird. Ja, genau so ist es. Also nicht auf dem Profil, aber auf dem Speicherstand. Dementsprechend stelle ich das mal kurz neu ein. Und hier machen wir mal ein bisschen runter. So, dann nehmen wir das so. Dann dürfte das alles stimmen und jetzt können wir hier direkt mal anfangen. Und los geht's. Dann wünsche ich euch schon mal viel Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Intro. Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso solltet ihr herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Da ist Batman! Was zum Teufel? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich bin es doch nur. Nicht so ganz Batman. So, dann wollen wir mal hier ein paar Leute verprügeln. Bams. So, was ich noch eben sagen wollte, das Thema L.A. Noir lasse ich jetzt erstmal, weil da bin ich jetzt gerade vollkommen raus, nachdem ich das jetzt echt so lange nicht mehr gespielt habe. Und deswegen gibt es jetzt das Spiel hier. Ich glaube, das ist sowieso ein bisschen geiler zum Zuschauen. Voll auf den Kopf. Klappt aber auf jeden Fall ganz gut mit dem Controller, muss ich sagen. So, damit haben wir die schon alle erledigt, wie es aussieht, oder was? Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Welcher ist es denn genau? Was kann man dann alles so machen? Ach cool, sie kann schleichen oder krabbeln oder wie auch immer. Ich kann nicht gehen, ohne vorher den Tresor zu knacken, deshalb bin ich hier. Achso. Aha, da können wir die Peitsche noch benutzen. Können wir laufen? Na gut, dann knacken wir mal den Safe, weil ich das ja so gut kann. Aber zum Glück macht sie das alles. Versuch ruhig, mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Wow. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Ja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle.
Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Denkt an mich, unser Hauptziel ist Wayne. Umsteig ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt. Bis heute haben sie jeglichen Respekt für das Gesetz, die Gesellschaft und sich selbst vermissen lassen. Von diesem Zeitpunkt an werden sie nicht länger ein Teil der Gesellschaft sein, die sie nicht respektieren. Sie wurden von den guten Menschen in Gotham getrennt. Ihre Taten haben dazu geführt, dass sie hierher geschickt wurden. Sie haben das Recht auf ein normales Leben verwirkt. Na, das ist ja nett. Und somit sind wir jetzt hier in der Haut von Bruce Wayne. Und ich muss dazu sagen, ich habe so ziemlich keine Ahnung. Wenn sie gewahrsam sind, werden sie den Bestimmungen von Arkham bis ins Detail folgen lassen. Diese Regel eigenes Überleben sicher. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Hilf mir! Verdammt, was soll das werden? Hilfe! Willkommen, Arkham City, Wayne. Was machst du hier, Wayne? Wohl den Butler umgelegt, was? Lass hier drin sterben? Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Du gehörst mir. Auf den Boden! Sofort! Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Wenn sich Ihnen eine Tigerwaffe nähert und Ihnen ein Befehl gibt. Reihe A! Los, Wayne! Du hörst in Reihe A! Hey, Wayne, gleich was sagt? Ich hörte, der Pinguin hat ein Kopfgeld auf sie ausgegeben. Ihr zwei geht aus dem Weg. Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch! Darf ich? Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste. Seinen Käfer! Peng! Weiter gegen Gefangene! So, ich. Alter! Waffen runter! Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen! Fertig machen für Einlass! Ich kann nicht glauben. Neuer Gefangener. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz. Jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns Angst einzujagen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Hier drin krepiert! Ah, Alter! Ups. Hilf mir! Noch nie gemacht, weiter! Bitte, Wayne! Mann, ich kann dir gar nichts erzählen, hier ist immer was los. Aber klar, ist ja auch der Anfang. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung vom Batman-Universum oder beziehungsweise sehr, sehr wenig. Gar keine kann man auch nicht sagen, aber sehr wenig. Oh, da ist ja noch einer. Na komm jetzt, kipp doch endlich um hier. Alter, wie viel hält der Typ denn aus? Komm schon. Jetzt fall doch um, Alter.
Wann kippt er denn um? Alter, was hält er denn aus? Muss ich einfach weitergehen? Oder wollten die darauf hinaus? Okay, hat wohl geklappt. Aufstehen, Ryder. Wir sind alle nicht die Nettesten hier, möchte man mal sagen. Aufstehen. Hast du einen Dollar für mich? Wen habt ihr denn da? Willkommen in der... Alter. Klonk. Licht aus, Geldsack. Ja, da gab's noch auf den Kopf. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Ja, ich nenne es ganz altmodisch Handbruch. Ja, macht ihn kalt! Ich glaube, er hat mir die verdammte Hand gebrochen. Ich glaube auch. Dann verprügeln wir mal die Jungs. Mach das Tor auf, sofort! Aua. Oder er verprügelt uns. Geht auch. Zack. Den einmal kontern und jetzt haben wir nochmal drauf. So. Wenn dieser Haufen mit ihnen fertig ist, breche ich persönlich jeden Knochen. Er hat sich befreit. Wie hat er das gemacht? So, jetzt können wir aber so richtig zuschlagen hier und wir sind nämlich diese verdammten Fesseln los. Können wir den nochmal kontern? Den schmeißen wir mal auf den Boden und. Ah. Aua. Da nochmal gekontert. Wie smooth ich der die alle verprügelt. Irgendwie voll geil. Ich muss weiter nach oben und Alfred kontaktieren. So, mit A halten können wir laufen und klettern. Okay. Wahrscheinlich dann hier hoch. Dann da einmal geschmeidig lang. Und dann darüber springen, würde ich sagen. Mann, das ist ja fast ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Wow. Wovon ich übrigens auch gerade den vierten Teil spiele, Black Flags. Leider nicht als Let's Play, aber seid froh drum. Scheiß Open World Games. Hast du meine Position? Gerade bekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Natürlich. So. Da drüben müssen wir hin, oder was? Ne, das ist einfach nur ranzoomen. Okay, das können wir also auch machen. Und wo müssen wir jetzt hin? Weiß das jemand? Ich nicht. Achso, da steht's ja auch dran. Ja, ja, größer geht's ja auch gar nicht. Wie kommen wir denn da gescheit hin? Ich kann gerade so einen Sprung zum Ace Chemicals Gebäude durchführen. Von dort aus kann ich hochklettern. Wie dann, wenn ich du das sagst? Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz. Obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Okay, interessant. Ist sie eingetroffen, Sir? Gerade rechtzeitig. Ja, elegant und unauffällig. So, dann mal hier hoch und dann mal gucken, was da drin ist. Also ich kann es mir fast denken. Ah ja, umziehen. Ich wusste es doch. Ich bin Batman, freigeschaltet. Sehr schön.